Möchtest du auch mehr im Leben erreichen und erfolgreich sein? Dann ist unser heutiges Video genau das Richtige für dich. Erfolgreiche Menschen unterscheiden sich zwar alle in ihrem Charakter und in ihrer Persönlichkeit, so wie alle anderen Individuen auch, weniger jedoch in bestimmten Gewohnheiten und Ansichten. Die Forschung hat jedoch herausgefunden, dass sich erfolgreiche Menschen in dieser Hinsicht ziemlich ähnlich sind. In unserem heutigen Video findest du 10 Gewohnheiten, die kluge Menschen an den Tag legen und die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Erfolgreiche Menschen lieben es, früh aufzustehen. Eine Gemeinsamkeit, die nahezu alle erfolgreichen Menschen vereint, ist ihre Vorliebe zum frühen Aufstehen. Während sich andere Menschen morgens aus dem Bett quälen, bezeichnen erfolgreiche Menschen die frühen Morgenstunden sehr häufig als ihre liebste Tageszeit. Sie beginnen früh zu arbeiten und schaffen sich damit einen zeitlichen Vorteil. Die Morgenroutine kommt dabei auch nicht zu kurz, sodass erfolgreiche Menschen mit einer großen Portion Leichtigkeit in den Tag starten. Sie haben darüber hinaus eine gute und förderliche Morgenroutine, die sie optimal auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet. Nummer 2. Sie gestalten ihre Freizeit optimal. Eine weitere Gewohnheit, welche die meisten erfolgreichen Menschen aufweisen, ist das Planen und Gestalten ihrer Freizeitaktivitäten. Während andere Menschen nur selten einen Plan haben und somit die Wochenenden häufig vor dem Fernseher verbringen, sind erfolgreiche Menschen aktiv. Sie überlegen sich von vornherein, auf welche Freizeitaktivität sie am meisten Lust haben, wie sie maximal entspannen können und was ihnen in ihrer Freizeit wichtig ist. Auch hier können am Wochenende mal ein paar Stunden Fernsehen mit dabei sein. Der große Unterschied ist jedoch, dass erfolgreiche Menschen diese Zeiten bewusst einplanen und nicht in den Tag hineinleben. In einem größeren Sinn wissen erfolgreiche Menschen also, dass das Leben endlich ist und somit versuchen sie, nicht nur aus ihrem Beruf, sondern auch aus ihrer Freizeit das Maximum herauszuholen. Nummer 3. Sie planen realistisch. Weder in der Freizeit noch im Beruf überbuchen erfolgreiche Menschen ihren Zeitplan. Sie nutzen ihre Zeit effektiv und kennen den Unterschied zwischen Beschäftigtsein und Produktivsein. Bei ihrer Planung gehen sie stets realistisch vor und halten sich zudem immer eine sogenannte Pufferzeit für unvorhergesehene Ereignisse frei. Dies gilt nicht nur im Beruf, sondern auch in der Freizeit. Wer sich zu viel vornimmt, der schafft meistens gar nichts. Die Motivation ist bei einer solchen Herangehensweise im Keller und so kommen sie ihrem Ziel nicht näher und werden auch nicht glücklich. Erfolgreiche Menschen planen also weniger ein und schaffen deshalb mehr. Nummer 4. Sie halten ihre Wochenenden frei. Ein weiterer großer Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen ist, dass die einen ihre Verpflichtungen unter der Woche erledigen, während sich die anderen das Wochenende vollpacken. Bei den meisten Menschen ist es so, dass sie unter der Woche ihrem Beruf nachgehen und das Wochenende für all die unter der Woche liegen gebliebenen Verpflichtungen und Aufgaben nutzen. Dazu gehören beispielsweise das Reinigen der Wohnung, die Erledigung des Wocheneinkaufs, Wäsche waschen, Vorkochen, das Bezahlen von Rechnungen und so weiter. Auf diese Weise dient das Wochenende aber nicht der Erholung, sondern ist meistens so schnell vorbei, wie es angefangen hat. Erfolgreiche Menschen machen es hingegen anders. Sie verteilen die nebenberuflichen Aufgaben unter der Woche und halten sich das Wochenende somit komplett für ihre Freizeitaktivitäten frei. So waschen sie beispielsweise Montag nach der Arbeit die Wäsche, nutzen den Dienstag für das Reinigen des Badezimmers und erledigen donnerstags gleich nach der Arbeit den Wocheneinkauf. Wenn du all deine Aufgaben in kleine Teilaufgaben unter der Woche erledigst, kannst du das Wochenende viel besser genießen. Nummer 5. Sie nutzen ihre freie Zeit auch, um produktiv zu sein.
Falls du bislang gedacht hast, dass erfolgreiche Menschen Workaholics sind und ihre Wochenenden mit Überstunden verbringen, dann weißt du nach den ersten 4 Gewohnheiten nun, dass diese Annahme vollkommen falsch ist. Erfolgreiche Menschen schätzen ihre Freizeit und gehören ganz und gar nicht zu den Typen, die 24/7 arbeiten. Gleichzeitig ist es jedoch auch nicht so, dass erfolgreiche Menschen diese Freizeit unbedingt brauchen. Sie haben einen ausgewogenen Lebensstil und nutzen hin und wieder auch mal ein ganzes Wochenende für ein Weiterbildungsseminar. Wer jedes Wochenende 100% Entspannung braucht, der hat meistens einen weniger gesunden Lebensstil. Erfolgreiche Menschen entscheiden zudem immer ganz bewusst, welcher Lebensbereich und damit auch welche Ziele in der aktuellen Lebensphase Vorrang haben und richten ihren Wochenplan danach aus. Nummer 6. Erfolgreiche Menschen haben keine Angst, etwas zu verpassen. Ein sehr ungesundes Mindset, das bei vielen Menschen im Kopf herumschwirrt, bezieht sich auf die Angst, etwas zu verpassen. Diese Mentalität hält die meisten jedoch zurück und sorgt letztendlich nur dafür, das Leben nicht genießen zu können. Erfolgreiche Menschen sind sich dagegen der Endlichkeit des Lebens bewusst und wissen, dass sie nicht alles erleben können. Sie sind sich darüber im Klaren, dass sie bewusst Entscheidungen treffen müssen und sich in jedem Lebensbereich für das entscheiden können, was sie am glücklichsten macht. Haben sie diese Entscheidung einmal getroffen, so trauern sie auch nicht den möglichen Alternativen nach. Nummer 7. Sie verfolgen einen gesunden Lebensstil. Erfolgreiche Menschen wissen, wie wichtig die Gesundheit ist. Sie bewegen sich viel und achten auf ihre Ernährung. Dies führt zum einen dazu, dass sie mit dieser Lebensweise ein längeres Leben haben können. Zum anderen trägt ein gesunder Lebensstil auch dazu bei, im aktuellen Moment 100% leistungsfähig zu sein. Aus diesem Grund achten sie auch darauf, wenig Stress zu haben und sich ausreichend Entspannungseinheiten zu gönnen. Nummer 8. Sie genießen ihre freien Tage. Zu dieser Art der Entspannung gehört auch, dass erfolgreiche Menschen ihre Sonntage wertschätzen und genießen. Bei anderen Menschen ist der Sonntag viel mehr der Tag der Arbeitswoche und alleine aus diesem Grund können sie gar nicht richtig abschalten. Dabei handelt es sich um verschwendete Lebenszeit. Erfolgreiche Menschen denken hingegen nicht an den nächsten Tag, sondern genießen ihre freien Tage. Hinzu kommt jedoch auch, dass erfolgreiche Menschen meistens einen Job ausüben, der ihnen Freude bereitet, weshalb sie die neue Arbeitswoche ohnehin nicht fürchten, sondern sich in den meisten Fällen darauf freuen. Nummer 9. Sie wissen, wann sie eine Auszeit benötigen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung ist es wichtig, sich hin und wieder eine Auszeit zu nehmen. Erfolgreiche Menschen nutzen deshalb häufig den Flugmodus und sind nicht ständig erreichbar. Wer immer erreichbar ist, der gönnt seinem Gehirn keine Auszeiten. Selbst wenn du nicht ständig angerufen wirst, ist dein Gehirn immer auf Abruf parat. Gönne dir also hin und wieder eine Auszeit, schalte dein Handy aus und schaue nicht jede Stunde in deine E-Mails. Nummer 10. Sie nehmen sich ausreichend Zeit für sich selbst. Die letzte wichtige Gewohnheit, die alle erfolgreichen Menschen an den Tag legen, ist die sogenannte Ich-Zeit. Damit ist eine Zeit gemeint, die erfolgreiche Menschen ausschließlich für sich selbst nutzen. Beispielsweise kann es so aussehen, dass diese Menschen sich eine Stunde Zeit nehmen, um Yoga zu machen, zu meditieren, ein heißes Bad zu nehmen oder ein entspannendes Buch eintauchen und sich von nichts und niemanden stören lassen. Erfolg beginnt immer bei uns selbst, weshalb du dich gut um dich, deinen Körper und deinen Geist kümmern solltest. Unser heutiges Fazit: Nun hast du erfahren, welche 10 Gewohnheiten erfolgreiche Menschen an den Tag legen. Wenn auch du erfolgreich und glücklich werden möchtest, dann versuche vermehrt die genannten Gewohnheiten zu integrieren. Achte dabei jedoch darauf, dich nicht zu stressen und keinem Druck auszusetzen. Denn Gewohnheiten sind, wie der Name schon sagt, etwas, das man sich angewöhnen muss. Veränderungen in diesen Bereichen finden also nicht von heute auf morgen statt. Nimm dir stattdessen Zeit und arbeite kontinuierlich daran, neue Gewohnheiten aufzubauen und zu etablieren.
so wirst auch du nachhaltig erfolgreicher und glücklicher sein. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unser heutiger Beitrag gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen.